geht ab, was geht ab? Let's go. Was geht ab, Leute? Wir sind ja jetzt heute eingeladen zum Rare Fashion Store Opening. Und wir machen uns jetzt auf den Weg dahin, denn wir wollen, bevor die ganze Crowd da ist, ein wenig was filmen, um euch den Store halt bestmöglich zu zeigen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Gianni kommt hier jeden Moment aus der Tiefgarage hoch und dann geht's ab zum Store. Was geht ab, Leute? Wir sind hier gerade im Rare Fashion Store in München. Der wird heute eröffnet und ich zeige euch mal kurz, was es hier so gibt. Die waren gestern hier schon auf der Family and Friends Party und der Store sieht wirklich sehr, sehr krank aus. Ich würde sagen, ich fange direkt mal hier an und schauen, was es so gibt. Also hier eh nicht so mein Vibe, aber... Die Jacke ist von UFO, ne? Ja, die hier ist von UFO zum Beispiel. Designer-Sachen und so, was eher so mir gefällt, sind hier zum Beispiel die ganzen Vintage-Shirts. Die ganzen Roses, hier gibt es also wirklich sehr, sehr viel. Die ganzen Band-Shirts, Hommage-T-Shirts und sowas. Also wirklich sehr, sehr krank. Und no joke, dieser Laden sieht auch, hat so einen gewissen Boutique-Style, würde ich sagen, oder? Aber halt anders. Ja, also geil. So. Ist schon echt mega nice. Ist auch so ein bisschen auf den hochwertig, dass man hier gerne shoppen geht. Ansonsten würde ich sagen, hier gibt es so ein bisschen Heat. Easies, hier auch noch mal ein bisschen was für die Frauen. Ja, ein bisschen günstiger so, wenn man auf spontan vorbeikommt. Und, warte kurz, ich muss kurz mal einsteigen. Okay. Ja. Der ist halt immer noch irgendwo so ein Grail so. Ja. Die sind halt krass so, aber... Also die sind schon krass, aber ich würde die jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr anziehen. So. Ich glaube, wenn ich so mein Vibe. Auf jeden Fall hier auch eine ultra, ultra clean Ecke hier mit dem, was ich auch cool finde, mit den Lichtern hier drunter. Dunks habt ihr, Jordans habt ihr, Vierer. Easy's, Einser, alles am Start und hier auch ein bisschen ein Prachtstück, wo ich gar nicht rankomme. Ich hab's so. Der Velo und Air Force. Auch krank. Übelst teuer auch. Und dann hier, Leute, noch eine mega entspannte Ecke. Alex kann sich auch mal kurz hier hinsetzen. Genau, weil. 3, 2, 1. Seht ihr diesen Spiegel dort? Das ist ein Daniel Arsham. Von ihm gemacht, nicht nur angelehnt, sondern von ihm gemacht, ey. Also hier ist auch also nochmal ein Barberspiegel. Für die Leute, die sich interessieren für den Preis. Ja. Hier steht er. Hat hier einer entspiegelt ein Zimmer schnell. Und hier, also wirklich sehr, sehr nice. Ansonsten hier auch, ich glaube, das kostet nicht so viel wie Uniqlo Collab mit Daniel Asham und Pokémon. Und hier habe ich noch gar nicht geschaut, was es hier so gibt. Ich glaube so ein bisschen... Tour-Merch von... Alter, ist von Travis Scott, glaube ich, oder? Ja. Tour-Merch von Travis Scott. Ich sehe hier noch 50 Cent. Das sind auch alles, ich glaube, ein bisschen ältere Sachen auch. Und ansonsten hier noch Off-White und der ganze Schnack, der auch schon bekannt ist. Und ich glaube unten, also unten gibt es halt wirklich nochmal was... Ganz, ganz krasses. Wollen wir da direkt runtergehen? Kommen wir gehen runter. Ja, ich würde sagen, wir warten kurz, bis Gianni unten fertig ist mit dem Film und dann gehen wir direkt runter und schauen uns mal die Sachen an. Wie gesagt, das sind wirklich geisteskranke Archive-Sachen am Start von Magella, Murakami, Louis Vuitton-Sachen, alles Mögliche wirklich. Also wirklich geisteskrank, was da hängt. Leute, wir sind jetzt hier unten beim Showroom und wie gesagt, man kann hier nur rein, wenn man davor ein Appointment gemacht hat. Und hier sind wirklich sehr, sehr kranke Sachen da, also Vintage-Sachen, Archive-Sachen und also oben waren ja halt schon Vintage-Shirts und so. Und Philipp hat mir gerade noch erzählt, dass hier dann wirklich die krassesten Vintage-Sachen sind, also wirklich sehr, sehr seltene Pieces. Und ich würde sagen, wir steppen mal hier rein und betreten mal den Raum von Holy Grails. Also, no joke, ich war gestern hier und ich habe mich einfach so krank in diese Hosen verliebt. Da sind Helmut Langdinger aus 99 hier.
von Gallery Department, LV Sachen, Prada Sachen, also wirklich geistig. Hol mal deine Favorite raus. Ja, also das hier ist so meine Favorite Hose, die passt mir um Welten nicht, aber die finde ich einfach so krank. Also das ist eine customized Carhartt Hose, die ein Amerikaner gemacht hat, da sind zwei Hosen drin oder mehr. Und die hat er alle zusammengenäht und ein bisschen Paint Splatter hier und da und das alles, also ein wilder Schnitt hier mit den unten, dass es flared ist, also wirklich eine geisteskranke Hose. Falls die irgendwann mal in meiner Size verfügbar sein sollte, ich glaube, da müsste ich mal mein Konto plündern und mir so eine Hose kaufen, weil die ist wirklich anders krank. Ansonsten haben wir hier auch noch, ihr kennt es ja die ganzen, also es gibt ja jetzt mittlerweile viele Hosen, die hier so einen Strap haben und das Ganze wurde inspiriert, glaube ich, bin ich der Meinung, von dieser Hose. Das hat hier mit der Hose angefangen. Das ist die Helmut Lang aus, ich glaube, 99 oder sowas. Also wirklich sehr, sehr geisteskrank. Und ansonsten hier noch Vintage-Sachen, wie zum Beispiel hier die Magella Lederjacke, an denen sich auch angeblich Virgil Abloh inspiriert hat für seinen Off-White. Also, hier, guck mal, nichts zu machen. Man kann ahnen, warum. Ja, man kann schon ahnen, hier mit den White und hier mit der Box. Also, man ahnt schon wirklich, warum. Ansonsten, Raf Simons am Start, alte Stussy Pieces am Start, Gucci und sowas. Also wirklich. Guck mal, er noch mal, was da hinter dir hängt. Ja, und hinter mir auch. Also, Leute, hier hängen Sachen, ne? 85er Chicago. Es ist einfach wirklich. Ihr müsst es euch vorstellen, von 1985. Ja. Aus dem Jahr, wo Jordans. Das war der erste, ne? Ja, Chicago muss der erste sein. Ansonsten haben wir hier noch Vintage Dunks stehen. Ich habe ja, also ich glaube, der kommt aus 2008. Keine Ahnung. Aber das sind alles wirklich sehr, sehr, sehr kranke Pieces. Hier halt auch noch mal mehr Vintage Shirts. Ich will da jetzt eigentlich gar nicht so durchgehen. Und ich weiß auch gar nicht, was hier so am Start ist. Aber. Ihr wisst grob Bescheid, ja, wenn ihr hier hinkommen wollt. Ihr wisst auf jeden Fall schon Bescheid, wo ihr hin müsst, wenn ihr kranke Vintage-Sachen haben wollt. Hier dann nochmal Tiffany Dunks, keine Ahnung wie die heißen, Fragment Dunks und hier nochmal Slides, die ich auch ähnlich habe hier, aber von Viswim. Die kosten, glaube ich, so 700 Euro und das ist nochmal ein ganz anderer Vibe, 700 Euro für Slides auszugeben. Hier haben wir nochmal kranke, wirklich sehr, sehr kranke Bags. Einmal die Louis Vuitton Murakami, auch aus den frühen 2000ern. Also wirklich, hier hängen Pieces, die ich mir in meinem Leben nicht erträumen kann. Und gefühlt alles hier in diesem Raum ist so mein halbes Ersparnis. Also ich kann hier mir wirklich nichts leisten. So. Vielleicht ein T-Shirt oder so, aber das wäre schon geisteskrank viel Geld, was man ausgeben müsste. Und einen. Und ja, hier nochmal der Brad, auch aus 85. Also hier sind Sachen, also wirklich sehr, sehr krank. Oh, hier. Oder das CDG Pink Panther Shirt, also auch sehr, sehr wilde Sachen. Was hältst du davon, Alex? Boah, ich mache hier einen Vlogging-Style. Also echt, hier sind definitiv heftige, kranke Sachen. Gestern hingen hier auch noch ein paar Sachen, die gefühlt schon direkt beim Family and Friends Opening weggeschnappt wurden, wo ich, wow, ich die so gern gehabt, ey. Also geisteskrank, der Raum gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und das ist so ein... Ach hier, das habe ich ganz vergessen. Also ich glaube, die Jacke habe ich zum ersten Mal bei Travis Scott gesehen, als er Dior Jordan angezogen hat, mit seinem wirklich geisteskranker Fit. Sowas wird mir auch persönlich gar nicht stehen, so. Aber auch wirklich eine sehr, sehr kranke Jacke. Ich glaube, die kostet so 7.000 einfach. So. Naja, auf jeden Fall, das hier unten ist halt so ein Hidden Gem nochmal. Also, ja. Wie also gesagt, ist halt alles so auf Appointment, aber wir können es empfehlen. Einfach mindestens vorbeischauen. So. Ja. Und falls ihr wirklich so wirklich rare Sachen haben wollt, dann ist das hier wirklich der perfekte Raum. Ansonsten oben halt, da kann jeder rein und hier halt. Wie gesagt, nur mit Appointment.
zu sagen, was? Ja, ich könnte jetzt auch sagen, Philipp hat es gesagt, 50er. Kriegst du für einen 50er. Glücklicher Jan. Ja, sehr, sehr glücklich. Er sah aber auch echt stark aus, ich hab's gefühlt. Ich hab halt nur Angst, wenn er jetzt einmal ein paar Mal in der Wäsche ist, das ist schon eine Grenze. Ja, egal, für einen Hoodie machen. Sonst gibt's zu. Mhm. Sonst gibt's ja, sonst gibt es zu, für Tupas oder so. So, kratzte Bar oder mit Plastik? Plastik. So, Freunde, wir haben hier schon den ersten, der was gekauft hat. Was gab's da so? Wie findest du den Laden? Sag mal. Sehr gut, auf jeden Fall. Ich habe mir einen Balenciaga X-Rated Pullover gezogen. Den hier, der war eigentlich relativ billig für 350 Euro. Wie viel? 350 nur. Ach so, echt? Ja. Ja, die anderen kosten irgendwie 600, aber der nur 350. Passt mir. Sehr gut auf jeden Fall. Wie findest du den Laden so an sich, von innen? Sehr gut designt alles und ja, man kann einfach nichts Schlechtes dazu sagen, weil es gibt einfach sehr viele Größen. Schuhe sind alle da, man kennt so andere Läden, die sind alle so klein, aber der ist eigentlich relativ groß im Vergleich. Deswegen würde ich sagen, ist eigentlich so perfekt. Was sehr besonders ist, der Spiegel von dem Architekt Daniel. Ja. Unglaublich krass, crazy. Weil wenn man den Spiegel mal anguckt, man nimmt den Spiegel nicht mehr wahr. Man denkt, dass das irgendwie so durchgeht, aber ja. Nein, das ist ein Spiegel. Crazy, mindblowing. Okay, Jungs. Bruder, sag mal, was willst du hier oder wie findest du den Laden? Oder du warst noch gar nicht drinnen, ne? Ne, ich war noch nicht drin, weil die Schlange echt schon lang ist. Ja, die Schlange ist todlang. Wie lange chillt ihr hier schon? Ich glaube, halbe Stunde oder halbe länger. Stunde. Und worauf freust du dich hier am meisten? Ich will mir ein paar. Eigentlich auf dich so. Und schneiden. Ach so. Aber sonst halt ein paar Sachen anschauen, LV-Sachen, ja, ein paar Hosen. Also sind schon kranke Sachen, kann man sich auf jeden Fall mal alle mal anschauen. Ja, so. Ja. Ja, aber einfach gerade schlechte Zeiten bei uns. Oder immer miese Zeiten. Ja, aber alles klar, Jungs. Anschauen kann man immer. Also Leute, ich denke mal, wir konnten euch alles zeigen, was hier so im Store ist. Falls ihr, wie gesagt, in München seid, checkt den Store einfach aus und sonst, keine Ahnung, echt geisteskranker Store, gefällt mir sehr gut. Vom Aufbau alles, also die Optik sehr, sehr nice, auch gute Auswahl, also wirklich, wie gesagt, abchecken. Ansonsten noch unseren Pipekicks Lifestyle-Kanal abchecken. Da genau, da kommt ein Lifestyle-Vlog und gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, Abo da lassen, ihr wisst Bescheid, was ihr machen müsst. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Adios.